dass der Ausdruck sich unabhängig machen ist ein Misnomer, ist eine Unverschämtheit, ist eine Art und Weise, Leuten sozusagen ein Tuch über die Augen zu binden. Und ich will den Kontrast machen. Und der Kontrast hat natürlich sehr viel mit meiner Art und meinem Leben und meinem Hintergrund und der Tatsache, dass ich hauptsächlich in den Staaten arbeite, aber nicht nur zu tun. Und das ist ganz einfach, es gibt auch einen anderen Begriff der Unabhängigkeit. Und der ist viel krasser und viel drastischer. Und der ist, sich ökonomisch unabhängig zu machen. Was in Amerika nicht so fantastisch klingt wie hier. Und wir haben jetzt viele Einrichtungen geschaffen, wo Menschen die Möglichkeit haben, ganz besonders Künstler. Also ich arbeite sehr viel mit Künstlern. Und mein Eindruck ist, dass Künstler oft die Zeit, die die Kunst eigentlich braucht, nicht haben, weil sie Anträge schreiben müssen. Und wir versuchen es dazu zu bringen, dass Menschen in Werkstätten sich das herstellen können, was sie zum Leben brauchen, damit sie nicht Anträge schreiben müssen und damit sie nicht die Kompromisse machen müssen. Darf ich da gerade einsetzen? Ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe gerade ein Buch geschrieben über Detroit, Michigan und habe dort solche autonomen Ansätze, also von Urban Farming über, wie dort Kreativwirtschaft zum Beispiel funktioniert und wie auch junge Leute zum Beispiel in so einen Untergangsort wie nach Detroit, Michigan, 8. März, bei Surkamp kommt ein kleines Buch. Das finde ich interessant und das Thema Solidarität, ein ganz furchtbar abgestandenes, möchte ich bitte auch nochmal anführen, weil genau wie Friedhof Bergmann eben sagte, all diese Entwicklungen und wie gesagt, es gibt Leute, für die läuft es einfach wahnsinnig gut. Ich glaube aber als Erwachsene, die nicht nur sozusagen ihren eigenen Kontostand im Auge behalten will, sondern auch als politischer oder sozialer Mensch funktionieren will, müssen wir schon sehen, in dieser postindustriellen Gesellschaft und wie diese Arbeitsplätze anders entstehen, postindustriell wäre so der Überbegriff, driftet eben diese sogenannte Schere Arm und Reich weiter auseinander. Zunehmend all die Fragen, die auch an einem Abend oder einem Kongress wie hier besprochen werden, sind so eine Bildungselitenfrage, diese weiche Währung. Mit Bildung meine ich nicht nur Schulabschlüsse, sondern auch Know-how haben, sich ausdrücken können, die Codes kennen, auch Lust haben, diese Codes zu beherrschen, nie Feierabend zu haben, sondern eben, man kann es genießen. Ich glaube aber sozusagen, es gibt ein anderes Burnout-Risiko, sich ständig natürlich mit einem Blog auch, ich blogge auch. Manchmal habe ich richtige Anfälle und bin erschöpft, da muss ich 10 Tage nicht bloggen, weil ich einfach wahnsinnig viel hergebe. Und denke immer, das ist selbstbestimmt. Es ist eigentlich immer Image Creation. Und ein letzter Punkt, den ich einfach sagen möchte, gerade wo wir jetzt im letzten Jahr wirklich in anderen Zusammenhängen, nur kurz, Gentrifizierung, diese sogenannte Bankenkrise, das bedingungslose Grundeinkommen, darüber uns unterhalten in verschiedenen Varianten, finde ich, hat die Kreativbranche und diese Wissenselite, hätte auch eine andere Aufgabe zu überlegen, gerade wie Friedrich Bergmann sagte, Dienstleistungen, wir haben den alten Fabrikarbeiter so nicht mehr, aber es gibt eine Menge Dienstleister, die all diese Kreativwirtschaftssachen möglich machen. Das sind Reinigungsdienste, das sind Leute, die einen massieren sozusagen. Diese Jobs sind wahnsinnig schlecht bezahlt und ehrlich gesagt ist es auch als Kreative eigentlich nicht einzusehen, warum ich als Freie, die sich für eine Werbeagentur neue Werbesprüche für Coffeepads ausdenkt, ungefähr das 6-fache verdienen soll, wie eine Krankenschwester oder eine Altenpflegerin freigesetzt, die, wenn wir gucken, dass wir alle immer älter werden, so eine richtig wesentliche Basisarbeit macht. Und das fehlt mir an dem ganzen Geplapper um die Kreativwirtschaft auch, dass immer mich komplett eingeschlossen eine Elite über sich selber spricht, wo wir doch eigentlich inzwischen das viel weitermachen könnten, wenn wir auch sehen, was diese Kreativwirtschaft in Städten anrichtet, Verdrängung, unfreiwillig. Ich finde, es muss etwas Politisches münden.